Es ist soweit, heute kommt die Lieferung an. Ich kann euch gleich mal ein paar Teile zeigen, ein bisschen was ist hier schon gekommen. Wir haben jetzt zusammen alles ausgeladen und hier seht ihr jetzt auch die Teile, die geliefert wurden. Hier das Einzige, was ich wirklich schon erkenne, das hier ist offen und da ist eine Langhantel drin. Ansonsten bin ich echt mal gespannt, was hier alles mit dabei ist. Ich weiß natürlich, was alles kommen soll und wie ihr sehen könnt, mache ich das Ganze in Zusammenarbeit mit Kingsbox. Die haben mich quasi angefragt, ob ich nicht Lust habe, hier mein Home Gym mit denen zusammen aufzubauen. Deswegen vielen, vielen Dank an die. Von denen ist das ganze Equipment, was ich alles habe, stelle ich euch dann auch vor, wenn ich es aufbaue, beziehungsweise wenn alles aufgebaut ist. Ich bin mal gespannt. Im Moment ist die Nachfrage ja sehr, sehr hoch an Gymbedarf. Aber schaut gerne mal bei Kingsbox vorbei, wenn ihr was für euer Gym oder euer Home Gym sucht. Es gibt wirklich von sehr kleinen Geräten bis hin zu Power Racks, auch großen Racks, für Fitnessstudios und Crossfit-Boxen, alles bei Kingsbox. Ich habe mir ein paar sehr coole Sachen, glaube ich, rausgesucht und ja, wie gesagt, ich schaue jetzt mal, ob auch alles mit dabei ist. Das Aufbauen und es kommt ja auch Boden rein, der muss auch noch geschnitten werden, werde ich mit ein oder zwei Freunden auch vom Crossfit machen, deswegen passiert das noch nicht heute. Ich hoffe allerdings, dass es in den nächsten Tagen dann klappt, weil ich bin super ungeduldig und packe euch das auch alles zusammen hier in dieses Video. Das war schon mal ein ganz schöner Kampf. Wenn ich mich nicht täusche, sieht das hier allerdings nach der Schrägbank aus. Wir haben auf jeden Fall einen Power Rack, so viel kann ich schon mal sagen, so ein Half Rack zum Squatten und auch eine Schrägbank, die man verstellen kann, also Flachbank, die man auch kippen kann, damit man auch Bankdrück machen kann oder irgendwie mit Kurzhanteln, die wir auch noch haben, Schrägbank drücken, Schulter drücken oder irgendwas im Sitzen. Und dann schauen wir am besten mal von oben hier rein. Haben wir noch die Kiste randvoll gefüllt. Ich hoffe, hier steht irgendwie auch drauf, was wir haben. Ah, hier sieht man schon mal, das sind Kettlebell. Das ist auch eine Kettlebell. Hier haben wir hier haben wir Ringe mit einem Seil, die können ans Rack kommen, da kann man dann quasi auch nochmal Übungen dran machen. Ich werde die Box auch erstmal so lassen, beziehungsweise ich bekomme die Box gerade alleine ja auch gar nicht hier weg. Das wird dann auch eine Herausforderung, aber ich denke, die muss man dann auf jeden Fall erstmal leer machen. Und so sieht jetzt alles aus. Ich habe hinten die Kiste ausgeräumt, ein bisschen Abfall schon mal reingetan. Es sind tatsächlich alle Gewichte, alle Kurzhanteln, Kettlebells dabei, hinten die Plates für die Langhantel. Als nächstes wird hier aber alles rausgeräumt. Das hier ist übrigens auch der Boden. Das sind die Bodenplatten, die hier verlegt werden sollen. Da wir hinten aber ja nochmal bohren müssen, da hier noch ein zweiter Spiegel, der hier auch schon liegt, noch daneben kommt, bohren wir zuerst alles, dann hängen wir den Spiegel auf, machen hier die Garage einmal leer und dann wird das Equipment eingeräumt bzw. aufgebaut. Das Power Rack wird aufgebaut. Hier ist ein Teil vom Rack, glaube ich, aber hier steht drauf das Dumbbell Rack, das heißt ein Regal für die Kurzhanteln, kommt hinten auch noch hin und das gehen wir jetzt Schritt für Schritt alles an. Steht jetzt das ganze Equipment einmal aus der Garage raus. Wir haben angefangen, den Gummiboden zu verlegen und müssen jetzt hier die restlichen Platten zuschneiden. Wir müssen leider 10 cm weg, damit es hier von der Breite dann auch noch reinpasst. Der Spiegel hängt hier schon, der andere kommt wie gesagt dann daneben. Und jetzt bauen wir gleich erstmal einen Rack auf, wo hier hinten dann alle Kurzhanteln drauf kommen. Der Boden wird geschnitten und dann bauen wir auch das Quad Rack auf. We'll be right back.
Wie ihr gesehen habt, sind wir schon relativ weit gekommen. Es hat allerdings ein Aufsatz für den Akkuschrauber gefehlt. Deswegen geht es jetzt nochmal in den Baumarkt und ich hoffe, ich finde das auch noch, damit ich heute alles zu Ende aufbauen kann. Das war ein sehr kurzer Baumarktbesuch, aber das hier dürfte das Teil sein. Ich hoffe, es passt auch. Jetzt geht es zurück und dann versuche ich das Quad Rack auch noch fertig zusammenzuschrauben, beziehungsweise wir haben alles schon angedreht, aber einfach die Schrauben alle nochmal festzuziehen. Ich bin zurück und schaut mal, das hier sind übrigens die Abfälle von allem. Die werden jetzt gleich auch noch in mein Auto geladen und dann abtransportiert mit der Box. Muss ich mal schauen, ob ich die klein mache oder ob die vielleicht jemand bei eBay Kleinanzeigen abholen will. Jetzt versuche ich, wie gesagt, hier noch das Squad Rack fertig aufzubauen. Ihr seht, es steht soweit schon, aber die Schrauben hier oben sind einfach noch nicht fest und das ist das letzte Teil. Und dann haben wir eigentlich alles. Die Spiegelwand steht hier jetzt auch. Die Langhantel ist immer noch eingepackt und saugen muss ich natürlich auch. Wie ihr sehen könnt, das Quad Rack steht jetzt hier. Es ist alles fest verschraubt. Mit dem richtigen Aufsatz geht es super einfach. Ich habe gerade auch noch die Langhantel ausgepackt. Die ist hier so mit das Herzstück hier zusammen. Natürlich mit dem Quad Rack, da sind die Gewichte. Und ja, ein paar Kurzhanteln fehlen, glaube ich, noch. Die sind zurzeit, glaube ich, einfach nicht lieferbar. Ansonsten seht ihr auch hinten, ich muss den Timer noch auspacken. Ich muss hier alles nochmal putzen. Es sieht immer noch ziemlich wild aus. Das war's aber sonst fürs Video, beziehungsweise ich habe noch eine kleine Verlosung für euch. Und zwar hat mir, beziehungsweise ich wusste gar nichts davon, habe ich hier diese coolen Schlüsselanhänger von Kingsbox mitbekommen. Da werde ich unter allen Kommentaren 5 Stück verlosen. Deswegen, wenn ihr einen davon haben wollt, kommentiert das Video, dann nehmt ihr automatisch an der Verlosung teil. Das war's für das Video dann. Ich mache jetzt hier alles fertig und dann wird es für euch nochmal eine komplette Gym-Tour geben, wo dann alles aufgeräumt ist, alles an seinem Platz ist. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.